Wie befriedigst du dich selber? Mit meinen tollen Händen. Ja, sehr vernünftig. Ja. Aber hast du ein Arsenal an Spielzeug, was du zur Not? Also Spielzeug finde ich eher geil. Spielzeug sieht toll aus. Aber so für mich, ich brauche nicht in meinem Bett liegen und irgendwelche komischen Sachen. Finde ich nicht. Dildos finde ich sowieso blöd, weil die machen nichts. Das hat wenn sich dann mir auch nicht Vibrator so, aber muss nicht. Wenn man faul ist und müde und man trotzdem kommen will, dann ist ein Vibrator toll. Ich mag lieber die klassischen, so ein bisschen rumpeligen. Ja. Aber noch besser finde ich ja ganz ehrlich Penisse. Ja, die sind toll. Alles in allem. Aber das führt vom Thema weg. Darum, ich bin auch ein großer Hände-Fan. Ich glaube, mehr braucht es ja auch nicht. Als ja, und ich meine, ich kann stricken, nähen, backen, alles Mögliche. Ich bin wirklich fingerfertig. Ne? Und ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und wer es nicht kann, dann mache ich es halt selbst. Ne? Und es gibt so viele unbegabte Männer, wo man sich danach sogar selber noch mal selbst befriedigen muss, weil die einfach irgendwie einfach nur oder irgendwas machen, wo du dir denkst, so, okay, dann fass mich bitte nicht an. Weißt du? Wie oft machst du es dir selbst? Jeden Morgen und jeden Abend. Im Ernst? Im Ernst. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so übermäßig überrascht. Also jeden Morgen auf jeden Fall. Mhm. Aber zum abends, Wachwerden. Wenn ich, ja. Wie machst du es morgens? Also wie ich das mache? Morgens brauche ich keine Hilfsmittel. Da liege ich dann einfach im Bett. Ich wache auf, stelle meinen Wecker immer um 5:30. Und, extra Masturbationszeit ein. Eine halbe Stunde. Ich liege da und stelle mir eine sehr geile Situation vor. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich mag ja so, ich stehe ja total auf Rollenspiele. Deswegen sind das immer so komische Begebenheiten. Ich gehe zum Arzt und der sieht unfassbar gut aus und macht plötzlich das, was er gar nicht machen soll oder so. Und halt immer so Szenarien, so wie ein kleiner Porno in meinem Kopf. Und hast du so eine Art, machst du mehr auf Tempo oder auf Effektivität oder? Kommt drauf an, wenn ich unter Zeitdruck bin. Dann auf Tempo. Die Qualität ist immer die gleiche. Naja, ja, das finde ich, darum habe ich, also wenn ich die Wahl habe, lieber Sex mit jemand Richtigem, weil ich finde, manchmal ist es so zu viel Triebabfuhr, das ist dann so. Ja, aber Sex mit jemand Richtigem garantiert einem keinen Orgasmus. Ja, wenn es der vernünftige Richtige ist, dann schon. Also nicht, ich finde es ganz toll ständig, aber ich sag nur, wenn ich zu viel masturbiere, obwohl ich es jetzt nicht so irre oft mache, weil ich so ein bisschen, ich finde, es hinterlässt so eine leichte Langeweile. Nee, gar nicht. Woody Allen hat mal gesagt, Selbstbefriedigung ist Sex mit jemandem, den du wirklich liebst. Jawohl.